Wer steckt eigentlich hinter JP? Ich würde vorschlagen, lad die App runter und hör dir meine Geschichte an. Viel Spaß dabei. Boah, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Warum filmst du denn schon? Warum denn nicht? Hinter den Kulissen. Also erstmal, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn alle ihre Sima-Bilder posten und du bist einfach hier in Dortmund. Ich habe zwar auch Rudi vor mir, aber trotzdem fühlt es sich echt ziemlich abgefuckt an. Hallo! Hallo! Jean-Pierre, Imsa GTO. Hallo, Herr Imsa. Norbert. Hallo. In diesem Video, wir haben jetzt mehrere zur Auswahl, weil es ist ein bisschen früh, wir wollen mehrere Sachen heute drehen. Wir könnten anfangen mit Sonne, Licht und gute Laune, denn Urus ist angesagt. Das Video lief noch nicht, aber ich glaube, ihr fand das ziemlich cool, weil wir haben jetzt so ein Ding für ein Jahr. Sehr, sehr geiles Auto und das Auto ist sehr böse und dunkel und schwarz. Wir wollen aber nicht böse, dunkel und schwarz sein, denn das ist nur Denzel Washington. Nein, wir wollen heute den Wagen etwas frischer, etwas heller, etwas fröhlicher machen. Mhm. Und während wir das machen, machen wir ein anderes Auto, was ein Design von uns bekommen hat, und zwar der E30, die neutralisieren wir. Nicht, weil Male doof ist, sondern der Wagen kommt auf der Essen Motor Show bei auf dem Recaro Stand. Und da wollte ich den Wagen so ganz clean weiß hinstellen und wir machen den tiefer. Das wird sich gut machen mit den Spots, mit den Scheinwerfern da drauf. Und tiefer. Das wird ihm auch gut tun. Ne, weil jetzt ist er noch im Lassisee-Trim und dann machen wir mal so ein bisschen lower, das wird richtig geil, Digga. Mir fällt gerade noch was ein. Heute Morgen beim Parken kam der Herr Fabian. Kam etwas später zur Arbeit und da ist mir aufgefallen, guck dir mal an, ein RSQ3 und ein Urus. Tun sich jetzt auf den ersten Blick nicht viel, oder? Nee. Die tun sich in Ausmaß nicht viel, die tun sich auch in der Kurflügelform nicht so super. Vorderkurflügel beim RSQ3 ist halt schon sehr Audi-lastig, aber guck dir mal an, wie das hintere Teil hier im Verhältnis zu der C-Säule, ne? Ja. Guck mal hier. Mhm. Also ich finde, also... Das ist schon? Ja. Und ich finde, dass die Endrohre beim Urus deutlich, deutlich hässlicher sind als beim Audi. Also Audi ist sowieso eine der geilsten Endrohre, die es überhaupt gibt. Aber das da? Nee, das ist echt hässlich. Ja, das sieht aus, als wäre das zu spitz abgeschnitten worden. Genau, guck mal im Vergleich dazu. Ja, gut. Ja, bei Lambo haben sie es ein bisschen zu ernst genommen mit dem Abschneiden der. Genau, und ich muss wirklich sagen, dass für mich ein 5-Zylinder Turbo ganz, ganz hart mitkommt mit dem V8. Mhm. Klar, das ist ein geiler Motor hier, aber naja. So, das Geile ist, wir fahren jetzt von hier. Ja. Da vorne runter. Also wir haben eine richtig weite Reise vor uns. Wir haben eine richtige Reise vor uns. Komm. Wolltest du nicht vorsichtshalber Navi einstellen? Ja, okay. Ich glaube, es könnte sein, dass wir uns irgendwie... Ja, kriege ich so hin, glaube ich. Ja, heute bist du echt mutig. Muss hier runter. Da so runter. Da so. Heute bist du freaky drauf, auf jeden heute Fall. Heute bin ich richtig freaky drauf. Ja, Uhr war der Termin. Du hast am Wochenende die Zeitverschiebung nicht mitbekommen. Stimmt, 10.46 Uhr haben wir. Ganz genau. Oh, scheiße. Aber trotzdem noch. Aber ja, ich bin gerade am Frühstück, deswegen passt. Passt? Passt. Okay. Wir verraten aber noch nicht die Farbe, ne? Ich würde sie nicht verraten. Nee, ich würde sagen, wir steigen mal ein, dass wir hier... Musst du viel auseinanderbauen? Es muss gar nicht so viel raus beim Urus, tatsächlich. Wie viel Urus hast du schon gemacht? Einen ganzen. Einen ganzen. Okay, dann, obwohl doch, wir reden mal eben über die Farbe, ne? Wir gehen mal eben rein. Klar, gerne. Kann ich ihn hier so stehen lassen? Ja. Sagt der Vermieter hier nichts? Der Vermieter, der ist so ein Vogel, der ist mal so, deswegen. Ist okay für den? Ist okay. Okay. Ja. Hat er gesagt, so ein Vogel? Ja, Mann. Ist ja verrückt. Hallo. Hallo. Ja, Farbe. Ja, Farbe. Also man könnte auch komplett in Camouflage machen, aber dann sind wir ja nicht da, wo wir vorhin wollen. Hier, guck mal. Da hängt ein kleiner Mann. Da hängt ein kleiner Kerl. Das ist der Vermieter. Ja. Das wäre auch cool. Ja. Ja. So die Richtung wäre auch geil, ne? So ein Violett. Bei so einem Lambo finde ich das ganz cool, weil es ja eh schon ein bisschen auf der polligen Seite das Auto. Ja. Die Form ist ja geil. Die Form ist krass. Du hast halt viele Kanten. Und Kanten brechen Licht und dann kommt halt wirklich Edge zustande. Mhm. Aber man könnte zum Beispiel auch, man könnte auch so bläulich werden. Ja, so türkis wäre zum Beispiel cool. Oder man könnte auch grünlich werden. Mhm. Alle gelb oder so. Nein, es wird nicht grün. Gelb auch nicht und rot auch nicht. Obwohl ich gelb
Nee, wie man es so oft bei den Dingern, ne? Es gibt so viele, es gibt halt viele. Rot? Nein. Boah. Rot finde ich eine große. Ja, aber das ist ja innenrot. Und für innenrot, finde ich, kann man am besten diese Farbe ausmachen. Porn ab. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fade, I'ma hand him the shears. He not the man of your peers. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas fugazi. How are they ever gon' fuck with a kid? Put it on baby, it do not faze me. Boy, I do not give a fuck what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust him? He fuck with the pigs. Bro got a Glock and a couple of C's. He think about splitting a couple of wigs. Shot in my DNA, all real, nigga. Sweatsuit, all heel figure. And I ain't even got a deal with you. If I ain't never split a bill with you. I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing nada. Ass growing from a cider. Bathrobe in his Prada. Fiji water by the cold glass. Granddaddy by the Ziploc. Flex season, I'm road running. I'm staying all on my tip top. Young man with an old mind. So I ain't worried about slight shit. I be up till sunrise. I'm staying out on my night shift. I got a bottle of bourbon, a bundle of hundreds. I'm jiggy, I'm flexing a bit. Figured I hit it and quit it, I'm busy. I ain't got the minutes for texting a bitch. Came from the gutter with me and my brother. I'm moving my mother right out of the city. Bitch, I'm a star and they know I go hard. So I'm kissing them babies and signing them titties. Gold blinging like Chingo. Rockstar like Ringo. Checks coming in back to back. So, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das ist wieder Vlog Time, denn es ist Samstag früh. Und ich hab so ein bisschen nicht verkeckelt. Sondern heute ist ein Fotoshooting mit dem Beatle für das XS-Magazin. Und ich hatte dann vergessen, die Distanzscheiben noch drauf zu machen. Was ich ja eh noch machen wollte im Video, das heißt, machen wir es eben zusammen. Und weil das ist quasi so, wie wenn Frauen ohne Make-up irgendwo hingehen oder wenn die Schuhe nicht passen oder sowas. Das heißt, das letzte kleine Feinstoff muss es eben gemacht werden. Sonst bin ich nicht happy, weil er steht hinten nämlich noch nicht so geil. Ihr kennt das Problem, diese typischen Distanzscheibenprobleme. So, ein paar Leute schon wieder hier morgens früh, ist echt unglaublich, auf dem Samstag. Ganz schön laut der Beatle, Alter. Hör's mal. Jetzt haben die, glaube ich, schon angefangen, glaube ich. Hi! Noch nicht, da müssen noch Distanzscheiben hinten drauf. Hi, komm. Das ist nebenbei der Mann, der die Bilder gemacht hat vom RBB. Du hast schon den Supergolf, genau. Alles sehr, sehr geile Bilder. Und er macht heute Bilder von dem Kollegen. Nur ich bin gerade noch so ein bisschen eine kleine Bitch. Der braucht hinten noch Distanzscheiben. Okay. Ja, hast du schon Bilder gemacht? Ja, okay. Okay, gib mir ein, zwei Minuten. Okay, bis gleich. Ich merke gerade, richtig arbeiten und filmen gleichzeitig ist ziemlich scheiße. So, ich habe hier doch so einen Fuß. Können wir einfach mal hier so. Was der Gremo hier so macht. Ich glaube, das geht. Ich bin gleich zurück. Also, ich würde sagen 12 mit 57,1 klar, Mittelbuch und längere Schrauben. Und dann sieht er gut aus. Muss ich beeilen. Ich hasse das, wenn Leute warten müssen auf mich. 25 zu viel, 17,5 Achse, nee, 35er Achse. Könnte eine Menge sein, aber könnte gehen. 30er Achse, wo immer 15, ne? 15. Dann steht er schon fett, ne? Wir machen 25. Also, 25er. Nee, wir machen doch kein 25, ist zu schmal. So. Weil das Ding ist nämlich, wenn du ein Auto nicht ganz so tief bekommst, wie du willst, und machst die Distanzscheibe dann nämlich zu breit, dann entsteht nämlich das Problem, dass das Auto wieder hoch aussieht, weil du dann Reifenauflagefläche siehst. Das heißt, der Reifen muss noch so ein bisschen drunter bleiben. Und dann ist das eigentlich alles im Butter. So, jetzt brauchen wir noch Schrauben. Mal gucken, ob M14 oder M12. Das kommt davon, wenn man zu viel im Büro sitzt. M14, 1,5er Steigung, 47 lang. Jetzt brauchen wir noch Mittelloch. 57. Mitkommen. Dicht aus macht ihr. Und dann natürlich Ultra Boost an. Mit Stoffbezug vorne, dann nass. Und dann nasse Zehen, nasse Füße. Immer geil. Immer geil.
Viel besser. Beide Seiten oder reicht so? Besser beide Seiten. Richtig beide Seiten. Herr sagt besser beide Seiten. Sekunde, wir sind gleich zurück. Distanzscheiben sind beide drauf, aber es fehlt noch was anderes. Weil von JB Motoring, die auch die Schallwegsverkürzung in dem Thunderbunny gemacht haben, die haben auch für den Golf eine gemacht. Zweimal Shifter. Geil, ne? So, der müsste eigentlich noch da rein, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber warum hat er zwei geschickt? Das weiß ich gar nicht. Ah, der sieht noch geiler aus. Guck mal hier. Guck dir den mal an. Nee, dafür muss er auf die Bühne. Den müssen wir so durchstecken dann. Okay, den müssen wir noch ein andermal dann reinbauen. Nicht jetzt. Und da sind wir auch schon am wunderschönen E30 BMW M3 M4. Wunderschönes Kfz, richtig? Richtig. Ich mag das Design sehr, aber ich freue mich auch sehr drauf, dieses Auto jetzt mehr wie ein STW oder DTM-Auto aussehen zu lassen, indem wir jetzt wirklich weiß machen. Mhm. Folie runter und dann kommt der Kollege ein bisschen runter. Mhm. Minimal. Ja, minimal. Würde auch sagen. Da kommt wirklich nichts drauf. Der bleibt komplett clean. Powered by JP Performance und ein bisschen BMW Motorsport wollte ich lassen. Ja. Ich wollte vielleicht den Rotiform lassen. Ja. Ich wollte das hier vielleicht lassen. Mhm. Das, ja. Und das. Und sonst, die da unten. Sonst alles. Und sonst würde ich ihn clean machen, ja. Ich glaube, sieht ganz geil aus. Kann man machen, klar. Ne? Aber wenn er ganz weiß ist, dann ist es wirklich einfach ein E30, ne? Genau. Das ist schon echt ganz geil. So, wir legen los. Gibt es eigentlich mal einen Bauscheinwerfer noch? Ja, Alter. Die Entfolierungsmaschine. Ach, das Ding. Ja. Ja, Mann. Hallo, Claudio. Guten Morgen. Vielleicht bekommt er irgendwann nochmal ein neues Design. Der Strahler? Der auch. Weil den würde ich auch ein bisschen pimpen. Aber der Motherfucker hat echt schon viel überlegt. Was hat er auch überlegt? Stabilere Füße könnten ihn dran schweißen. Ich sollte die gehen. Nee. Perfekt. Die Birne sieht aber noch ganz aus. Ja. Mhm. Aber auch schon ein vernünftiger Body Slam, den er dann gerade hingelegt hat. Ja, ne? Echt heil aus. Sind die Kabel da raus vielleicht? Body Slam. Soll ich jetzt vorher Strom drauf machen? Mach mal. Dann bin ich. Bin es richtig wach. Body Slam, ne? So, Batista-Bomb. Oh, gleich ist das immer noch. Das ist ein Schleier hier. Hinterher fließen lassen. Ach nee, du, ich sag es dir, ich sag es dir. Okay, ich bin jetzt schon mal. Sogar mit Wärme. Na, für Chicky-Nicky. Chicky-Tricky. Ich fällt das ganze Seitenteil ab. Hm? Ich fällt das ganze Seitenteil ab. Ein Schwede, man weiß nie. Fertig. Kannst du ein bisschen Porno machen? Ja.
sorry, was war das für ein Move, Alter? wie viel tiefer? DOS. DOS und Uno? Und Uno, ja. Ich auch sagen. Das ist geil, ne? Das ist mal ein Prügel. Das ist echt geil, Alter. Guck dir mal die Downpipe an. Oh, nee, ich kann gar nicht. Guck dir mal den Prügel an. Mit Flexrohr oben. Also, wir machen vorne zwei. Oh, warte mal, da kommen wir relativ nahe zur Felge. Nee, passt. Vorbei. Genau, vorne machen wir zwei runter. Und hinten Unomaß. Haben wir hier. Oh, das ist schlecht hinten. Hinten sind wir schon ganz unten. An dem. Das ist ja unser Push-Rod-System. Siehst du das? Diese Stange? Die Stange leitet die Federkraft hoch zum Stoßdämpfer, zum Umlenkhebel. Jo. Das heißt, um das Auto hinten tiefer zu schrauben, können wir ja immer noch, wir können auch da tiefer. Da gucken wir nämlich jetzt einmal so, wie die Vorspannung ist, so. Nicht? Nee. Hallo. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Ich glaube, hier muss man aufpassen. Oh, hoppala. Oh, jetzt aber ganz hoch. Bewegst dich aber auf ganz dünnem Eis, Freund. Ja, hör auf. Schönen Tag, Claudio. Gleichfalls. So, und dann kann der Cremo auch hinten ran, glaube ich. Mit den Ärmchen. Was willst du mir? Ich habe gesagt mit den Ärmchen, dass du da reinkommst. Ich habe keine kurzen Arme. Ich habe nicht gesagt, dass du kurze Arme hast. Deine Mama hat kurze Arme. Ich wusste, dass wir das rauskommen. Eieiei. Okay, ja. Wir lassen das. Okay. Das jetzt, ne? Ich komme nicht so ran, ich kann nicht so gut messen. Aber dann gehen wir dem hinten 1 Zentimeter tiefer. Das machen wir, wenn gleich vorne der Manni verstellt hat. Lassen wir ihn runter, dann sind wir schon fertig. Also, es gibt noch was ich euch sagen muss. Der Brian von Rotiform, ne? Der wird den Wagen gern kaufen. Aber ich will ihn nicht verkaufen. Kann mir gut vorstellen. Was können wir denn noch hiermit machen? Weil auf der Straße fahren können wir nicht. Kriegt man unter keinen Umständen zugelassen, oder? Nee, das kriegen wir nicht hin. Aufgrund der sehr starken Chassisveränderung an dem Auto. Ne? Wir mussten ja hinten das Auto absägen und mussten ja, das ist ja M4 hier, und mussten die ganze Geschichte ja hochlegen. Mhm. Und das war ein sehr starker Eingriff. Oh! Meinst du bei der Halleneinfahrt von vorne oder was? Mhm. Wie viel ist denn dann davor? Das ist jetzt 1 Zentimeter. Was lachst du? Da ist ja nicht mehr du viel. Du hast kurze Arme, Alter. Jetzt ist einer? Mhm. Ja, doch so klappt. Dann machen wir das so, dass wir erstmal einen machen. Oh. Schade. Was? Oh, Norbi. Ja, das ist schade. Haben wir einen? Einen, das, ja. Okay. Dann machen wir drüben nochmal einen. Hast du von unten gemessen oder wie hast du gemacht? Na, von oben aus gemessen. Ein bisschen runterfahren, damit ich mit meinen kurzen Ärmchen den Koffer umkomme. Was hast du jetzt gesagt? Zu gut das Auto, aber ist auch zu schade. Ihr könnt mal gerne runterschreiben, was ihr denkt. Wenn jemand im Ausland das Auto fahren könnte, wäre das natürlich mega geil. Könnte er den so auf der Straße fahren? Ja, da wo er wohnt, auf alle Fälle. Okay. Auf alle Fälle. Wäre natürlich cool fürs Auto. Hm? Wäre natürlich cool fürs Auto, wenn es ein bisschen bewegt werden würde. Guck mal, ob der Zentimeter schon was gebracht hat. Ja, was machen wir mit diesem wunderschönen Auto? Also wir lassen gerade noch innen drin den Schaltknauf besatteln und die Lenksäule. Mhm. Das war von dem damaligen, wo wir fertig gebaut haben, haben wir das nie wirklich geil gemacht so. Das wird gerade noch gemacht. Und die Mittelkonsole an der Handbremshebel, die wird auch nochmal neu gemacht. Und dann sind wir schon ziemlich gut dabei. Klar, man kann immer noch alles perfekter machen. Dann sind wir schon ganz gut. Kaltstart von den Katalysatoren, von den 4 Katalysatoren ist jetzt gerade abgeschlossen. Ach so, ja. Braucht die gut so. Findest du die Folienseite immer noch besser? Ich habe sie schon sehr gemocht, ja. Weil ich finde es so schon sehr, sehr geil. Das hat natürlich beides etwas.
Der sieht von links natürlich jetzt, die entfolierte Seite sieht sehr unscheinbar aus, wa? Aber so wäre schon echt ein Traumauto, wenn man damit jetzt einfach wirklich, Nobby, einfach fahren könnte. Ja, stell dir das bitte vor. Ja. Die Vorstellung ist verrückt. Verrückt. Wirklich verrückt. Einsteigen, fahren. So ein cooles Auto. Könnte so einfach sein. Boah. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pin, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pin, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?